Und das wollen wir natürlich auch jetzt sehen, im Finale, im Synchronspringen. Und das ist die Startreihenfolge, die sich ergeben hat aus der Addition der ersten beiden Sprünge. Stefan Raab und Elton werden gleich starten. Dann Annabelle Mandeng und Ronja Hilbig. Wie gesagt, Ronja eben gerade auf dem Treppchen gewesen. Jetzt muss sie wieder ran. Titelverteidigerin. Dann Joey Kelly und Peter Imhof. Und mit den besten Ergebnissen aus den ersten beiden Sprüngen. Und jetzt im Finale als Letzte Jonas Reckermann und Markus Rehm. Auch hier gilt wieder, egal was eben war, nur ein Sprung zählt. Der geht in die Wertung und entscheidet, wer am Ende eine Medaille mitnehmen darf. Und wir starten natürlich mit dem Mann, der immer gerne springt, Elton, und dem Mann, der ihn immer gerne antreibt, Stefan Raab, bei Sophia. Ja, Elton! Was? Nochmal! Ja, ein letztes Mal. Und irgendwie, ganz im Ernst, egal wie das jetzt, was jetzt passiert, irgendwie freue ich mich tatsächlich auf diesen Sprung. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen werde. Aber das wär's doch jetzt nochmal, komm, zum letzten Mal nochmal so richtig jetzt ein Treppchen unter den ersten drei. Wenn es der Sprung nochmal gelingt, dann ist die Sensation perfekt. Wir wollen die Sensation jetzt. Ja. Elton und Stefan, bitteschön. Und das war natürlich klar, dass sie diesen Sprung nochmal wählen, diesen Salto rückwärts mit der Schwierigkeit 3,0. Der vorhin den Einzug ins Finale bedeutet hat. Noch nie haben sie den so gut zu Wasser gebracht. Die Synchronität war der Hammer und die Ausführung war, sagen wir es mal so, nicht schlecht. Also noch einmal das Unmögliche möglich machen. Haben natürlich starke Konkurrenz mit Annabelle Mandeng, Ronja Hilbig, mit Joey Kelly, Peter Imhof und mit Jonas Reckermann und Markus Rehm. Die beiden hier müssen vorlegen. Stefan Raab und Elton, aber ich glaube, sie sind bereit für die Sensation. Also das mit dem Zählen und mit dem Losspringen, das klappt wirklich sensationell. Zack, sehen Sie, wie sie sich gleichzeitig lösen. Dann kommen Sie an, bei Elton die Körperstreckung. Ganz leichte Reserve natürlich. Stefan vielleicht mit dem besten Sprung seiner Karriere. Und die Synchronität, die war auch nicht schlecht bei den beiden. Also jetzt bin ich wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Hier, und es geht wieder bis zur 7,5 für die beiden. Ja, bin ganz froh, dass du noch aus dem Wasser kommst, Elton, aber erstmal an dieser Stelle ein dickes Kompliment an euch beide. Zwei solche Sprünge mit der Synchronität hintereinander. Chapeau an dieser Stelle, da ist ein Raunen durchs Publikum gegangen. Wir bewundern euch ein klein wenig, muss man ganz deutlich sagen. War es der beste Sprung deiner Karriere, wie Ron gerade gesagt hat? Nein, auf keinen Fall. Der beste Sprung meiner Karriere war der davor. Ja, ja, das war der von eben. Wir würden den gerne tauschen. Geht nicht. Das geht nicht, schade. Naja, das kommt jetzt drauf an, wenn einer patzt, braucht ja nur einer zu patzen und schon stehen wir auf dem Treppchen. Was für eine Sensation. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte, aber das ist eine andere Geschichte. Elton, es war der letzte Sprung einer unfassbaren Karriere, die du beim Turmspringen hingelegt hast. Du hast es immer mit Feuereifer, mit Begeisterung, mit Spaß getan. Was geht jetzt durch deinen Kopf? Was lachst du? Nein, ich kann auch nur das wiederholen, was alle wirklich hier gesagt haben. Auch wenn das nicht mein absolutes Lieblingsevent war. Aber das ganze Team hat wundervolle Arbeit geleistet. Ich werde es vermissen. Ich fange euch an zu heulen, verdammte Scheiße. München, ich danke euch. Ihr wart echt großartig. Ja. Da schließe ich mich voll und ganz an. Und nochmal wirklich recht herzlichen Dank an das Publikum hier, die uns hier die letzten 11 Jahre, glaube ich, waren es, mit einer Unterbrechung, glaube ich, da waren wir mal in Berlin, wirklich fantastisch unterstützt haben. Und das war wirklich immer eine super Stimmung hier. Das war wirklich der beste Spot, um so eine Veranstaltung zu machen. Vielen Dank nochmal, München. Danke.
Es war noch ein bisschen dünn. Ich weiß, dass Stefan das nicht mag. Es war auch sein letzter Sprung in dem normalen Wettbewerb. Du hast ja gleich noch was. Aber ich denke, wir alle an dieser Stelle, der steht da nicht drauf. Aber danke, Stefan, für viele Irrsinnsmomente. Eieiei. Gut. Auch ich habe Pipi in den Augen, aber wir machen weiter. Vielleicht werden ja gleich aus den Tränen von Elton Freudentränen, sollte jetzt ein Team patzen und sie es wirklich aufs Podest schaffen. Der Druck ist groß, vor allen Dingen natürlich bei den Titelverteidigerinnen Annabelle und Ronja. Jetzt bei Sophia. Korrekt, der Druck ist groß, aber du hast ja schon den dritten Platz geschafft im Einzelspringen. Aber jetzt hast du ja die Chance, nochmal den ersten zu machen. Ja, also wenn wir jetzt nochmal alles geben, Annabelle und ich, dann würde ich sagen, gehen wir mit gewalter Frauenpower auf Plätzchen Nummer 1. Also Daumen drücken. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Was sehen wir denn? Wir springen den Handstand-Salto nochmal. Also wir wollten ihn ja eigentlich erst auch von 7,5 springen. Und dann haben wir uns aber vorher abgesprochen und haben gesagt, ach, letzte Show, Stefan, für dich tun wir es. Annabelle und Ronny, ein letztes Mal im Synchronspringen. Bitte schön. Ja, vielleicht tun sie es ja wirklich für Stefan und Elton, denn oben 10 Meter, der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen höher, aber auch das Risiko. Handstand mit einem Salto vorwärts, Schwierigkeit 4,0. Und von den drei Pärchen, die jetzt noch kommen, kann wirklich jedes gewinnen. Also, Annabelle Mandeng, Ronja Hilbig. Das war noch nicht der Sprung, den Stefan Raab und Elton sich wünschen. Denn das war ein Supersprung von den beiden. Das muss man wirklich mal sagen. Gucken Sie mal hier. Rotation, gehen sie wirklich nur minimal auseinander. Diesmal hat es Ronja ein bisschen eiliger gehabt und unten spritzt er natürlich auch ein bisschen. Aber er hat eben diesen hohen Schwierigkeitsgrad von 4,0. Und damit werden sie natürlich klar an Stefan und Elton vorbeigehen. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr lange überlegen. Nein, es geht sogar bis zur 8,0 hoch für die beiden. So, da kommt der anerkennende Applaus der beiden Nixen aus Köln. Respektive Hamburg bei Elton. Zufrieden? Ja, ich bin total zufrieden. Ich bin glücklich. Ja, also es hätte noch ein bisschen synchroner sein können, aber 10 Meter, Annabelle, wir haben das ganz gut gemacht. Wir haben es getan. Ja. Oh, ich bin so froh, ja. Jetzt knallt es nicht mehr auf den Kopf, jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen davon. Das finde ich auch ganz, es klingelt nämlich schon ganz schön. Ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben, Ronja. Ich bin auch ganz stolz auf dich. Ich muss nämlich auch mal sagen, dieses Mädchen und ich, wir haben es ja zusammen durchgestanden. Ich meine, sie ist 25, ich werde nächstes Jahr 45. Und dass wir das irgendwie so synchron als Paar, obwohl wir so weit auseinander sind, geschafft haben, das finden wir beide irgendwie ganz toll. Ja. Danke, ihr wart super. Dankeschön. Und die beiden nächsten Kandidaten sind auch super, haben bisher ganz, ganz viele Medaillen eingeheimst. Aber jetzt wollen sie noch einmal beim Abschluss so richtig einen drauflegen und für eine weitere Sensation sorgen. Joey, bist du mittlerweile ein bisschen ruhiger geworden oder bist du voller Wut im Bauch? Und Peter, was machst du dann? Joey, bist du voller Wut im Bauch oder bist du schön motiviert? Ich bin motiviert und freue mich und ich glaube, es klappt. Ja, ich bin auch also erstmal froh, dass wir es ins Finale geschafft haben. 9 Jahre hintereinander, immer wieder Finale. Das ist auch schon mal was. Da kann man sich jetzt schon mal zumindest drüber freuen. Das ist auf jeden Fall klar. Wenn ihr jetzt nochmal alles gibt, habt ihr auf jeden Fall einen Platz sicher unter den ersten drei. Was dürfen wir sehen? Was wir sehen werden in 1,5-fach von 5. Das ist doch hier 5, oder? Ja, stimmt. Ja. Gut, viel Spaß. Joey Kelly, Peter Imhoff. Also, sie sind auf 5 Metern mit einem 1,5 Salto vorwärts. Das heißt, Schwierigkeit nur 3,0 im Vergleich zu den beiden führenden Damen.
So, und jetzt war Joey Kelly so ein bisschen der Problemkandidat. Von der Synchronität her war er nicht schlecht. Aber achten Sie jetzt hinten auf den bekleideten Mann. Der schlägt nämlich ganz schön drüber. Klatsch. Und für Peter war er ein bisschen flach. Also unten raus war der nicht mehr so gut. Der begann eigentlich ziemlich gut, dann kommt die Streckung und dann geht's bei beiden in unterschiedliche Richtungen. Also abwarten, das ist der dritte Rang nur. Nur der dritte Rang. Raab und Elton auf dem Podium. Was? Also das ist vielleicht das Bild des heutigen Abends, was die Freude betrifft. Wie auch immer sowas möglich ist, Sie sind auf dem Podium, weil bei euch, Joey, was schiefgelaufen ist? Ich weiß es nicht, wir sind gesprungen, es ist leider nicht optimal gelaufen, aber war trotzdem eine ganz tolle Zeit und ich will mich nochmal bedanken, auch besonders bei Stefan, dass ich die letzten über 10 Jahre bei den ganzen Events dabei sein durfte und es war einfach großartig. Ich möchte nochmal auf den Sprung zurückkommen, Peter. Er war wieder ein bisschen weit, dann sah er zwischendurch aus wie ein Eichhörnchen mit der Handhaltung, dann hat er übergeschlagen. Deiner müsste sich gut angefühlt haben. Ja, aber hast du unten gesehen, er war ein bisschen zu flach. Ich habe ein bisschen zu wenig Speed gemacht. Hätte ich mich schneller gedreht, wäre ich auch irgendwie schneller fertig geworden. Das war das Problem. Aber ich freue mich für Stefan und Elton. Das haben sie sich verdient. Herzlichen Glückwunsch. Noch ist euer Traum von Treppchen nicht ganz vorbei. Wer weiß, was die beiden da oben gleich machen. Auch an euch ein fettes Dankeschön für den heutigen Abend. Danke. So sieht er aus, Elton. Jetzt sind es Freudentränen geworden. Also die beiden auf jeden Fall auf dem Treppchen. Aber für Peter und Joey ist ebenfalls noch alles drin. Aber dafür müssen unsere beiden Nächsten, also das Synchronpaar, das hier bisher die besten Sprünge abgeliefert hat, wirklich richtig auf die Kacke hauen. Das heißt, nicht das Wasser oder den Pool treffen oder was auch immer. Jonas und Markus sind jetzt dran und die gehen wieder ganz nach oben und wollen dann auch gleich ganz oben stehen. Ja, liebe Zuschauer, was soll ich sagen? Das hier ist der letzte Sprung ever. Beim Turmspringen bei ProSieben für TV Total. Oh, ich meine, ich freue mich sehr. Elton und Stefan haben Platz auf dem Treppchen sicher. Ich wünsche euch trotzdem viel Glück. Ich freue mich, dass ich den letzten Sprung nochmal ansagen darf. Es ist eine große Ehre für mich. Ich habe ein kleines weinendes Auge. Ihr auch? Ja, absolut. Aber wir freuen uns nochmal springen zu dürfen. Und wir hoffen, wir machen dem letzten Sprung alle Ehre und kriegen den nochmal sauber runter. Was dürfen wir denn jetzt sehen für den allerletzten Sprung? Also wir wiederholen den Sprung, den wir im ersten Durchgang gemacht haben, einen Handstand mit halbem Auerbach-Salto. Wir hoffen, dass er da ähnlich gut runterkommt, dann wird es, glaube ich, ein richtig enges Rennen mit den beiden Mädels. Okay. Marcel und Jonas, der allerletzte Sprung im TV-Totalspringen, im TV-Totenspringen. Viel Spaß und viel Glück. So, also los, den letzten, den bringen wir jetzt ja auch noch zu Wasser. Jonas Reckermann und Markus Rehm, die Mitfavoriten. Von 10 Metern Handstand mit einem halben Auerbach-Salto. Schwierigkeit 4,0, aber auch dementsprechend mit einem gewissen Risiko. Also, wer gewinnt das letzte Synchronspringen hier bei dieser Veranstaltung? Der sah von oben erstmal gut aus. Aber die ganze Wahrheit erfahren wir ja erst, wenn wir ihn nochmal hier sehen, von der Seite. Also, fast gleichzeitig los. Und dann kommen sie unterschiedlich an. Und dann spritzt der auch ein bisschen. Also, das ist offen. Annabelle und Ronja oder Jonas und Markus Rehm? Das ist die ganz große Frage. Wer holt hier den letzten Titel? Und das sind die beiden. Jonas Reckermann und Markus Rehm gewinnen den letzten Wettkampf in der Geschichte des TV-Total-Turmspringens. Also, zunächst mal Gratulation, ihr zwei. Als ihr aufgetaucht seid, Markus, als ihr, ja bitte, wir sehen den Sprung nochmal. Als ihr aufgetaucht seid, euch angeguckt habt, was habt ihr gedacht? Reicht oder reicht nicht? Ja, ich dachte, es wird sehr, sehr knapp. Ich war ein bisschen spät im Wasser. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass es doch geklappt hat. Jonas? Ja, ich habe Markus gesucht. Wo ist er, wo ist er? Ich war, glaube ich, also er sagt zwar netterweise, er war ein bisschen spät dran, aber ich glaube, ich war ein bisschen schnell im Scheißegal. Wir haben das Ding gewonnen. Glückwunsch an die Mädels, Glückwunsch an
an alle, die mitgemacht haben, auch nochmal einen Namen von allen Sportlern, die konnten sich jahrelang ausprobieren, haben ganz viel Spaß gehabt im Training. Danke an Publikum, Stefan. Danke an Jürgen, unseren großartigen Trainer, der uns darauf vorbereitet hat. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und ja, war ein ganz, ganz tolles Event und ein schöner, glaube ich, schöner letzter Sprung auch. Ihr habt uns Spaß gemacht und ihr habt das Ding verdient gewonnen. Dankeschön und nochmal Gratulation. Auch wenn wir es bereits von Ron und auch eben gerade von Buschi gehört haben, wir wissen natürlich jetzt, wer wo auf dem Treppchen steht. Wir schauen uns das aber trotzdem noch einmal an. Also auch im Synchronspringen gibt es ein Siegerpärchen. Auf der 1, also Jonas und Markus. Auf der 2, Annabelle und Ronja. Und sensationellerweise mit einem zweiten Podiumsplatz in ihrer langen Turmspringkarriere Stefan und Elton auf Bronze und Joey und Peter knapp dahinter. Und jetzt geht es zur Siegerehrung mit Sophia und dann anschließend gleich der Arak 30.000 Euro Wurf. Genau, der 30.000 Euro Wurf. Aber erstmal kommt die letzte Siegerehrung des heutigen Abends und natürlich auch die letzte Siegerehrung des TV Total Turmsprings. Und jetzt, liebe Zuschauer, möchte ich bitte was hören. Der dritte Platz geht an Stefan Raub und Elton. Euer Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für euch beim letzten TV Total Turmspringen. Nochmal ein Plätzchen abgeräumt. Super. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Yeah. Komm nochmal! Großer Applaus! Stefan und Elton auf dem dritten Platz beim letzten TV Total Turmspringen 2015. Vielen Dank an euch beide. Dankeschön. Und der zweite Platz. Annabelle Mandeng und Ronja Hebig. Herzlichen Glückwunsch. Ronja schon im Einzelspringen abgesahnt. Jetzt nochmal im Synchronspringen. Super. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Herzlichen Glückwunsch, komm mal her. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Lasst euch feiern. Und der erste Platz. Der erste Platz des heutigen Abends in Synchronspringen. Jonas Reckermann und Markus Rehm. Wow. Euer Applaus. Herzlichen Glückwunsch, erster Platz. Eure Preise, euer Applaus. Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland.